Bleiben Sie stehen oder ich muss Sie tasern. Auf keinen Fall, das tut mega weh. Ja, dann bleiben Sie stehen, dann muss ich Sie nicht tasern. Ja, ich habe doch Straftat gemacht, ich will nicht in das Gefängnis. Geh weg jetzt. Nein, laufen Sie direkt ins PD, dann können wir auch direkt da bleiben. Auf keinen Fall. Was geht ab? Hallo. Hat einer was dagegen, wenn ich das letzte nehme? Nein, nimm. Nimm ruhig. So viele Leute. Was hast du nicht verstanden? Ja, warum Louis plötzlich ein 31er ist? Der hat dir so auf den Arsch gerettet. Was heißt plötzlich? Keine Ahnung, warum der plötzlich 31er ist. Der auf einmal, weiß ich nicht, der denkt irgendwie, der ist etwas Besonderes. Und dann gibt er mir Hausverbot im Casino und so. Und behandelt mich so von oben runter, weißt du? Ja, wie gesagt, der ist ein bisschen anders geworden. Aber das ist jetzt... Keine Ahnung, weißt du, früher haben wir noch Raubzüge gemacht zusammen, Geiselnahme zusammen und so weiter. Ja gut, das kann er sich aber momentan nicht mehr erlauben. Immer, ist ja jetzt ja gut, aber guck mal, selbst wenn der macht es das nicht, ne, sondern früher haben wir zusammen rumgehangen, wir sind auch rumgefahren, wir haben eine Treffung gemacht und solche Sachen. Und jetzt entsteht es irgendwie da und machst du von oben auf einen runter, spricht der. Ah, und dann gibt er mir Hausverbot, weil ein anderer zu mir frech gewesen ist und ich habe dann gesagt, hör mal zu, halt mal den Fresse oder ich mache Abstechung mit dir. Das ist doch kein Grund, oder? Dass man seinem Freund ein Hausverbot gibt. Selbst wenn das kurz ist und? Ich gehe dort rein und irgendeiner pisst mich an, oder was? Ja, was haben wir denn gemacht, wenn bei uns damals Leute in die Hut sind? Da haben wir die Leute auch angepisst. Ja gut, aber das ist doch dafür da, dass andere in den Hut reingehen. Ja, aber warum hat er dich denn doof angemacht? Weiß ich nicht mehr, weißt du, wie lange das her ist, aber der hat irgendwas etwas Dummes gemacht und dann wollte ich ihn abstechen. Alter, was hast du für Haare? Sieht gut aus, ne? Voll geil. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to see you sweat. Oder, also jetzt mal ganz ehrlich, Mann. Das passt schon. Das passt schon ziemlich. Warum atmet mir eigentlich der Waldmensch in den Nacken? Was geht ab? Mit wem rede ich? An der da. Wer bist du? Waldei. Waldeck, nicht Waldei. Waldei. Irgendwas ist Alex Dulikowski im Handy, keine Ahnung. Dulikowski, Waldei Dulikowski. Nein, Alex Waldeck. Ich kann das Merkung machen, kein Problem. Gib mal deine Nummer. Okay, warte, ich muss umspeichern. Ich geh kacken. Viel Erfolg, Marty. Mach nicht, Alex, du machst es gleich sauber. Nein. Warte, wie war das? Waldei Dulikowski. Okay, ich hab das. Ja. Ich hab das auch groß geschrieben, weißt du? Damit ich weiß, dass man deinen Namen so ausspricht. Waldei Dulikowski! Aua. Oh Gott. Au. Tripalowski. Tripalowski. Waldei Dulikowski. Waldei Dulikowski. Ach, ja. Okay, aber ich lasse euch mal wieder allein. Ich muss noch einen Kopf töten. Also, was sag ich? Höre nichts. Okay. Genau. Haut rein. Viel Spaß. Viel Erfolg. Meld dich, wenn du Hilfe brauchst. Natürlich. Aber ich gebe dem nur kurz Stiche. So. Aber wenn die so frech sind von dem Casino, überhaupt. Oh. Oh. Was geht ab? Warte. Ja. Was stehst du denn hier so rum, Alter? Ja, warte, weil ich am Telefon bin. Warte, ich fahre ran. Du Leo, sag mal, hast du Hubschrauber? Nee, hab ich nicht. Okay, scheiße. Okay, schade. Danke, hau rein. Hau rein, Mann. Was geht? Was geht ab? Bin ewig nicht gesehen. Und ewig, noch länger, ewig und noch länger, ewig und noch länger, ewig. Ja. So lange war das, glaub ich. Alter, wie viel seid ihr wie viel passen in den Autos rein, Mann? Wie so in einem russischen Auto, wo auf einmal 13 Leute aussteigen? Was geht ab? Ja, ein bisschen. Was? Ja, genau. Du musst nicht gegen den Wind reden, du musst mit dem Wind reden. So, jetzt, hallo? Ja, guck mal, wenn du in diesen Richtung sprichst, hört man dich, aber von da unten kommt der Wind gerade. Nee, so verstehe ich dich. Ah, warte, jetzt so ist aber nicht mehr so windig. Ich glaube, wir können uns wieder umdrehen. Okay. Was machst du? Ja, zwei Leute umbringen. Ach so, ja, erzähl mir was Neues. Was geht bei euch? Ja, nichts, waren gerade was regeln und jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ach du Scheiße, da wartet schon jemand. Ich würde ja fast meine Hilfe anbieten, wenn du irgendwie jemanden beschnappt brauchst, aber... Ich will gleich auch noch einen vom Casino umbringen. Ach so, wen? So ein Typ mit einer roten Krawatte. Haben die alle? Einen davon nur. Okay.
Ich erkenne ihn bestimmt wieder. Ja, yeah, natürlich. Die sehen alle gleich aus, ne? Weißt du das? Ja, da stechen die einfach alle ab. Okay. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Wenn ihr irgendwas braucht oder was, dann sagt einfach Bescheid. Nochmal, ich habe ja deine Nummer. Haut rein! Ja, hau rein! Anderthalb Stunden auf Miguel, Alter, und schon überall an jeder Ecke Trouble. So, Butter ist das Drama-Lama und... Alter, hab ich gerade was, einen Typ überfahren? Alter, bist du doof oder so? Ist dir aufgefallen, dass ich dich gerade eben fast über den Haufen gefahren hätte? Hey. Du kannst doch nicht einfach über die Straße rennen. Entschuldigung. Was Entschuldigung? Ich hab dich im Augenblick gesehen. Oder sie, besser gesagt. Ja, aber du bist einfach über die Straße gelaufen. Du hättest zu sterben können. Deswegen sag ich ja Entschuldigung. Ja, muss aber ich nicht. Also, ist da. Also, okay, hau rein. Sorry, dass sie mich fast überfahren haben. Ich entschuldige mich. Aber Grow von dieser Uhrzeit, Omega Null. Was geht ab, ihr? Was geht, Miguel? Hallo. Was macht ihr hier? Ja, ich hab grad eine Runde getickt, so. Wo sind die anderen alle? Die sind noch im Bett. Ja, alle noch am Schlummern. Ich hab mir das fast gedacht, dass ich nicht hier hinkommen brauche, weil alle am Schlafen sind. Ist so eigentlich nicht unsere Uhrzeit, ne? So, aber ich lasse euch alleine. Ich gehe mal gerade kurz Geld verdienen. Alles klar, hau rein. Bis später, viel Spaß. Haut rein, bis später vielleicht. Okay. Bis später. Was geht ab? Was ist das für ein Auto? Das ist ETR. Warum humpelst du? Ich hatte vorgestern einen Unfall und muss einen Stiffneck tragen und ja. Ein was? Morgen noch ein Stiffneck, so eine Halskrause. Ai, ai. Was hattest du für einen Unfall? Mit Auto oder was? Mhm. Ich bin nicht gefahren. Vielleicht dann solltest du dich nicht für Auto interessieren. Nee, das war eigentlich der im Auto. Ich wollte nur fragen. Ja, das ist ETR. Der ist nicht sonderlich schnell, aber dafür umso cooler. Weißt du, der hat Coolheitsfaktor. Ja. Das merkt man, wenn er direkt fragt, was das für einer ist. Hey, aber wenn er fragt, warum, wenn er fragt, schickt er dich, um das herauszufinden? Nein, ich habe dann gefragt, weil er sich wahrscheinlich nicht traut. Ach so. Ist der schüchtern? Ja. Hey du! Du bist im Auto! Du musst nicht schüchtern sein. Hallo. Nee, alles gut, ich habe gerade noch was gelesen. Ach so. Ich habe gedacht, du bist schüchtern. Nö, nö. Willst du den kaufen? 500.000 und der gehört dir. Boah. Nee, so viel habe ich leider nicht. Okay, 400.000. Habe ich ja leider auch nicht. Okay, Spezialpreis für gute Freunde, 300.000. Mit Papiere oder ohne? Mit Papiere. Nee, habe ich auch nicht. 200.000? Ich bin gerade pleite. Hab fast nichts mehr. Okay, was ist mit der Lady? 200.000? Nee, ich habe einen Pounder gekauft. Der andere, 200.000. 150.000! Ja, habe ich nicht. Meine Fresse, ich bin pleite. Ja, wir auch. Okay, aber du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, dein Auto zu erwerben, was dir gehört. Nur 130.000. Das habe ich auch nicht. Ja, komm mal mit, ich zeig dir was. Wenn die Arbeiten waren, sag ich denen so, könnt ihr aber beteiligen. Ich habe euch ja geholfen beim Verkaufen hier. Komm, ich heb dir was ab. Ich heb dir was ab, ich teile mit dir, ich habe einen guten Tag. Welches Abheben, das gut fürs eigene Konto ist? Ich heb das hier von meinem Konto ab für dich. Und dann können wir halbe machen. Ja, wenn du, guck mal, du hast du kein Geld, ich habe kein Geld. Wir machen dann einfach halbe und dann haben wir beide Geld. Hört sich nicht schlecht an. Ah, siehst du, ich weiß, wie man Geld verdient. Das dauert nur manchmal ein bisschen, bis das da rauskommt. Ich muss hier ein bisschen klopfen, dann hier den Kabel, den roten mit dem gelben verbinden. Und halt, wenn ich den Platte hier abmache und ich den grünen mit dem roten zusammenknote, dann kann ich hier eigentlich, guck mal, dann nimmst du hier einfach Schraubenzieher, ne? Und dann musst du ein bisschen so mit den Spitze von den Schraubenzieher musst du vor den Kabel klopfen, sodass das Funken macht, weißt du? Du musst einfach hier so, guck mal hier. Mahlzeit. Siehst du wie... Hallo. Guten Abend. Was geht ab? Der ist vom LSPD, mein Name, dabei habe ich noch den Herrn Coleman und zwei weitere Kollegen, den Herrn Black und die Frau Jones. Was geht ab? Was machen sie da? Warum hämmern sie gegen den Automaten? Ich hebe Geld ab. Die heben Geld mit dem Hammer.
Naja, pass auf. Also, nicht einfach mit einem Hammer. Das funktioniert folgendermaßen. Guck okay, mal. Ich schreib mit. Komm, na, ja, guck mal hier, aber ich muss es zeigen. Ich weiß nicht, wie man das nimmt. Also, guck mal, pass auf. Du machst du erst hier, ja, musst du ein bisschen gegenklopfen. Dann kannst du hier diese Platte hier vorne abmachen. Ja. Dann hast du hier den, guck mal, hier siehst du einmal den roten Draht, den gelben und den blauen. Du musst den blauen mit dem roten, Moment, da muss ich kurz sagen, ich bin in polizeilicher Kontrolle. Ich rufe gleich zurück. Okay. Ah, und wenn du hast du Fehler im Bildschirm, du bist du schon mal ein bisschen weiter. Dann musst du hier noch den gelben mit dem roten verbinden. Wenn du hast du den gelben mit dem roten verbunden, ja, dann kapiert der Automat eigentlich quasi gar nichts mehr. Boah, es ist kompliziert. Ich habe nichts mehr verstanden. Okay, aber Ihnen ist schon klar, dass das eine Sachbeschädigung ist und dass Sie versuchen, den Automaten quasi zu manipulieren, um dadurch Geld zu bekommen. Selbstverständlich. Also ist Ihnen auch bewusst, dass das im Prinzip ein Diebstahl ist. Natürlich, deswegen muss ich auch los. Bleiben Sie stehen oder ich muss Sie tasern. Auf keinen Fall, das tut mega weh. Ja, dann bleiben Sie stehen, dann muss ich Sie nicht tasern. Ja, ich hab doch Straftat gemacht, ich will nicht in das Gefängnis. Ja, das ist aber doch nicht... Warum müssen Sie vorher drüber nachdenken? Ja, aber ich hab nicht vorher drüber nachgedacht, ich hab später drüber nachgedacht. Ich wollte nur helfen, einem Geld zur Verdienung zu machen. Jetzt bleiben Sie stehen! No! Das wird so nur noch schlimmer! No! Natürlich! Es ist sowieso schon schlimm! Geh weg jetzt! Nein, laufen Sie direkt ins PD, dann können wir auch direkt da bleiben! Auf keinen Fall! Lass mich in Ruhe! Ich hab keine mehr. Bleiben Sie stehen! Nein, ich lass Sie nicht in Ruhe! So, ist gut jetzt. So, weiterfahren. Gefährlich, wenn Sie... Ah, ich hab doch gesagt, dass du... Die beiden R7 dürfen bitte weiterfahren. Abfahrt. Das Rot. Vorsicht. Ja, das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Ja, vorher, aber du bist jetzt schon da gewesen. Was kann ich, wie kann ich vorher überlegen? Oh, ich zitter immer noch. Wie kann ich vorher Überlegung machen, wenn du bist du schon da und du stehst du neben mir und du weißt du genau, was ich gemacht habe, weil ich habe ich halbe Automat auseinandergebaut. So. Darf ich trotzdem wieder sitzen, meine Fresse? Ich habe Pipi-Trumpfen in Hose gemacht. Oh je, je. Ich habe Seitenstechen. Weil du ein Lauch bist, du musst Beine trainieren. Ja, wäre besser, aber die sieht man nicht. Ich denke mal, wir beide gehen zu Fuß zum PD. Der Kollege holt einmal das Auto, was noch an der Tankstelle steht. Okay, kannst du mir zuerst einen Gefallen tun? Denn Laufen tut echt weh gerade. Mhm. Kannst du mir aus den Arsch den Tesernadel rausmachen? Muss ich ja wohl, oder? Ich hab sie ja reingeschossen. Okay, einmal... Das kann ein bisschen wehtun. Ich hoffe, ich kenn das schon. Ich bin das gewohnt. Ich beiß Zähne zusammen. Okay, einmal zubeißen und... Zwei... Oh, das sieht nicht lecker aus. Wieder anders. Meine Fresse, weil du unbedingt musstest du das in meinen Arsch schießen. Ja, weil sie unbedingt weglaufen muss. Ja, dann hättest du auf meinen Rücken zielen können. Da ist nicht so viel Fettgewebe wie mein Arschbacke. Tut mir leid. Du kannst du mich nach Palito bringen. Kannst du mich einfach aussetzen? Schau sie einmal an. So, bitteschön. Okay. Laufen Sie dann zurück? Zu einer Garage. Fahr einfach los. Wir hauen einfach ab vor denen. Du kannst nur den schnelleren Auto, die können uns nicht kriegen. Echt? Ist mein Auto schneller als deren? Hm. Wusste ich gar nicht. Ich hab das schon mal gefahren. Ach so. War schön. Ah. Gut, danke euch. Ich kenne den Dann Weg. Gebe ich sie in die Obhut meiner schönen Kollegen. Der eine ist hier... Nee, lassen wir das. Na Mensch, Sie kennen doch sogar schon den Weg. Na, selbstverständlich kenne ich den Weg. Und ich weiß sogar schon, wie ich die Tour mit dem Knie aufdrücke. Guck. Okay. Was geht ab, Leo? Hallo, ich habe auf dich gewartet. Woher weißt du, dass ich hier bin? Weil ich gerade mit dir telefoniert habe und du gesagt hast, du bist in der Polizeikontrolle. Ja, dann da bist war du normalerweise 10 Minuten später wieder hier. Da war ich in Kontrolle. Das hätte doch einfach nur allgemeine Verkehrskontrolle sein können. Ich habe überhaupt nichts gemacht eigentlich. Die haben das quasi also... Ich meine, das ist Brauchst also... Du einen Anwalt? Wir machen das hier nur zu Übungszwecken. Ich kenne einen sehr, sehr guten. Der will sowieso mit dir sprechen. Ich glaube, der bringt mir nichts. Wenn der sowieso mit mir sprechen will, dann kann der kommen. Kein Problem. Alles klar. Ich sag dem Bescheid, dass du hier bist. Okay, ich gehe in Zelle. Jo. Ich kenne den Weg. Muss das wirklich sein, in den Gefängniszelle rein? Natürlich. Warum? Wo haben Sie Ihr Handy und Ihr Quablet? Sag ich nicht. Ja, okay. Das kriege ich aber, ansonsten suche ich's.
Linke Hosentasche und rechte Hosentasche. Okay, nehme ich das einmal da raus. So. Und einmal das da raus. Perfekt. Gut, Herr Eschloft, und dann kommen wir gleich nochmal auf Sie zu. Ich möchte den Leitstellen-Telefon, bitte. Natürlich, können Sie haben. Hier, bitteschön. Danke. Leitstelle des LSPD, was kann ich für Sie tun? Hola, mein Name ist Officer Kozlowski. Ich brauche bitte alle freien Einheiten am Supermarkt in Sandy Shores, bitte. Lassen Sie einfach alle Gefangenen frei. Hier ist ein Notfall. Officer verletzt, kommen Sie das schnell. Ist ja, oh Gott, das ist ja Katastrophe. So, Herr Elschloft. Was geht ab? Nochmal der Vollständigkeit halber. Also für, Sie verzichten auf Ihre Rechte, weil Sie sie kennen, richtig? Hast du geguckt, wie viele Akten ich habe? Ich nicht, aber der Kollege. Ich habe das Recht zu schweigen und auf einen Anwalt. Wenn kein Anwalt ich mir das leisten kann oder so ein Kram, dann bist du der, der mir den Arsch aufreißt. Und ansonsten, ich muss nicht, ja, keine Ahnung, ich kenne die Scheiße. Man, guck mal rein, wie viele Akten ich habe. Weißt du, wie viele deiner Kollegen mir das schon vorgelesen haben in meinem Leben? Alle. Mach ich gleich, okay. Ja, er schläft so. Was geht ab? Anwalt ist da. Sie, wie wenn heißt Sie jetzt der? Tatsächlich einen dafür haben wollen. Ah, da wollte noch einen. Aber nur der wird mit mir reden, ich eigentlich nicht mit dem. Aber also ich weiß auch nicht warum. Was geht ab, Anwalt? Hallo. Jetzt kommst du kurz? Ja, natürlich. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich einen Anwalt brauche, aber Leo hat gesagt, du würdest mit mir reden. Das ist so korrekt. Ja, dann hau mal raus. Kannst du erstmal mich, die hören mich nicht, ne? Hast du was zu rauchen? Damit warten wir erstmal noch. Sieh. Folgendes. Hast du irgendwie ein Problem mit dem Casino? Oder uns oder Einzelpersonen? Nur mit 31er Louis, mit so einem Typ mit einer roten Krawatte und mit so einem anderen Typ mit einer roten Krawatte. Ja, alle tragen rote Krawatte. Ja, dann aber nicht mit alle. Dennis zum Beispiel nicht. Mhm. Und du auch nicht, kenn dich gar nicht. Nicht nur das, es ist eben auch noch was weiteres. Denn wie gesagt, wir sitzen im gleichen Boot und dann haben wir ein Problem und dann müssen wir das klären. Und das will ich einfach, dass du das weißt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus Problem willst. Dir, aber wenn du ja, das aber machst, wenn du Problem mit mir hast, dann hast du Problem mit mir. Also das ist mir ganz ehrlich, das ist mir doch egal. Aber du weißt jetzt Bescheid. Und ich sag dir nur, ich hoffe, das kommt nicht. Ja, und wenn du, also natürlich hoffe ich auch, das kommt nicht. Weil, guck mal, wenn du natürlich hast du Problem und du machst du mir Problem, dann muss ich dich auch eine Abstechung machen. Ja, und wer mir mal geholfen hat, den will ich eigentlich natürlich nicht eine Abstechung machen. Gut, entschuldige mich mal eine Minute. Nicht klar. So. Hat der Rechnung schon bezahlt, Jan? Nee, oder? Er wollte gerade. Achso, ja, wollte. Mach mal. Mach du mal. Ich möchte bei Herrn Moritz bezahlen, der macht ehrliche Arbeit. Das ist abgehoben. Wir machen auch ehrliche Arbeit. Nur ihr seid Verbrecher. Nein, sind wir nicht. Auf wie viel haben wir uns geeinigt? Kommen? 2,5, ne? 1.500 Dollar ist. Nee, das ist ein bisschen wenig. 1.500, oh meine Fresse, sei doch nicht so! Du weißt doch, dass es für gute Zwecke ist. Dann muss ich lesen. Ja, können Sie gerne lesen. Ich habe Ihnen gesagt, was Sie machen können. Geld leihen. Was für ein Zug polizeiliches Maßnahmen, das habe ich überhaupt nicht. Die sind weggelaufen. Gemacht. Ja, natürlich. Ja, wenn sie weglaufen, ist das Entzug polizeilicher was Maßnahmen. Was hätte ich machen sollen? Sag, na komm, fessel mich, Herr Officer, steck mir doch Ball in den Mund, knäbel mich irgendwo, fessel mich an ein Bett mit einem Ball in den Mund und peitsche mich aus. Natürlich mache ich das nicht, wenn du kommst, wenn ich einen Scheiß gemacht habe, natürlich laufe ich weg, aber warum ist das denn teurer? Ich kann rauskommen. Okay. Ich glaube, mein Anwalt wollte mich überhaupt nicht da rausholen. Sehst du jetzt noch unten? Noch das, eine Weile. Müssen Sie mit Ihrem Anwalt klären. Haben wir ja nichts mit zu tun.